Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unserer Interpretation von dem Legend of the Five Rings Regelwerk Emerald Empires, die Smaragdkönigreiche. Heute zum ersten Teil des ersten Kapitels Geographie. Der junge Schüler betrachtete die Reihe von Tischen vor sich. Jeder zeigte eine detaillierte Karte einer anderen Provinz. Er runzelte die Stirn angesichts der ungeheuerlichen Ausmaße und seufzte. »Etwas beunruhigt dich, Junge.« Der Schüler sprang auf und wandte sich tief verbeugend zur Türöffnung um. »Verzeiht mir, Sensei, ich wollte nicht respektlos sein.« »Widerspricht dir deine Aufgabe?« Der Sensei ging zwischen den Tischen hindurch und strich mit dem Finger über das große Pergament, auf dem die Karten gezeichnet waren. »Ich würde nie Einwände erheben, Meister«, antwortete der Schüler. Der Sensei kicherte. »Natürlich würdest du nicht. Du bist ein feiner Schüler. Aber bitte, äußere deine Bedenken.« Der Schüler runzelte die Stirn unter seinem einfachen Stoffmaske und stotterte. »Es ist nur, wenn ich nicht an eurem Unterricht glauben würde, Meister, würde ich mich fragen, ob es vielleicht eine bessere Verwendung für meine Zeit gäbe.« Jetzt lachte der Sensei offen und das Geräusch schallte durch die Kammer. »Eine ausgezeichnete Antwort. Vielleicht solltest du stattdessen als Höfling trainieren.« Er sah den Jungen sichtlich erblassen und winkte ab. »Ein Witz, Junge. Hab keine Angst.« Er hielt einen Moment inne. »Kennst du die Geschichte von Daidoji Jiru?« Der Junge dachte einen Moment mit gerunzelter Stirn nach. »Ich erinnere mich nicht an diesen Namen, Meister.« Daidoji Jiru war ein Späher aus dem Kranich-Clan und hegte einen schrecklichen Groll gegen den Löwen-Clan, wegen des Todes seines Bruders. Der Sensei winkte mit dem Finger. Du darfst es niemals zulassen, dass Emotionen die Pflicht unterdrücken. Dies hat Jiru jedoch, und das veranlasste ihn, große Risiken einzugehen. Einmal wagte er sich viel zu weit in die Provinz des Löwen und wurde entdeckt. Die Löwenpatrouille zählte mindestens 10 Mann und jagte ihn zurück in die Ländereien des Kranichs. Was glaubst du, ist passiert? 10 zu 1? Wenn er keine Verstärkung erreicht hat, besteht kaum eine Überlebenschance. Im Allgemeinen korrekt, sagte der Sensei. Jiru hat jedoch überlebt, seine Verfolger nicht. Der Schüler starrte ihn an. Wie, Meister? Überlegene Kenntnis des Geländes, antwortete der Sensei und deutete auf die Karten. Die Familie Daidoji ist bekannt für ihre Liebe und zum Detail in ihrer Heimat. Sie sind häufig uneins mit den Löwen. Einem Clan mit weitaus mehr Mitgliedern. Sie nutzen die Gegebenheiten des Geländes aus, indem sie Fallgruben, Sümpfe und sogar Fallen nutzen, um ihre Grenzen zu sichern. Der Schüler sah mit neuem Interesse auf die Karten zurück. Das ist erstaunlich, Meister. Sind alle Daidoji so erfahren? Viele sind es, sagte der Sensei. Sei vorsichtig im Umgang mit ihnen. Aber auch sie werden in ihrem Können von den Mitgliedern der Shinjo-Familie des Einhorn-Clans übertroffen. Es gibt niemanden, der besser weiß, wie man die Eigenschaften des Landes ausnutzt, um sie bei taktischen Manövern gegen den Feind einzusetzen. Er hielt inne. Nun, vielleicht noch die Akodo, aber selbst dann nicht in Angelegenheiten der Kavallerie.
und die Akodo sind viel zu sehr an die Ehre gebunden, um sogar leicht fragwürdige Taktiken dieser Art zuzulassen. Die Shinjo, grübelte der Schüler. Ja, genau, sagte der Sensei. Hast du die Geschichte von Shinjo Tsuru gehört? Er lächelte. Diese Geschichte wirst du mögen. Umwelt und Umgebung. Wie schon kurz im Grundregelwerk beschrieben, beinhalten die Länder des Smaragdreiches eine große Vielfalt von Geländen. Majestätische Berge trennen es von den sengenden Wüsten des Westens und der geheimnisvollen Steppe im Nordwesten. Eine weitere große Bergkette, das Rückgrat der Welt, durchquert die Mitte des Reiches und trennt das Land in zwei verschiedene Teile. Große, sanfte Hügel liegen zu Füßen dieser Berge. Moore und andere Hügelchen können im ganzen Reich gefunden werden. Dichte Kiefernwälder sind im Norden reichlich vorhanden, während im Süden und auf den Mantisinseln Dschungel mit exotischen Bäumen verbreitet sind. Der seltsamste und größte Wald von allen ist jedoch der legendäre Shinomen Mori. Groß und weitgehend unerforscht ist dieser riesige Wald für die meisten Menschen des Smaragdreiches noch ein Rätsel. Rokugan verfügt auch über mehrere große Ebenen, von den goldenen Feldern des nordwestlichen Einhornlandes zu den Agrarflächen der Löwen und Kraniche. Ein großer Teil Rokugans ist ein weites Plateau mit flachen und fruchtbaren Wiesen. Die lange Küste von Rokugan ist anders. Im Norden sind die Strände schmal und mit glatten Steinen gefüllt. An vielen Stellen brannten die kalten Strömungen des nördlichen Ozeans gegen hohe felsige Klippen. Im Zentrum von Rokugan, wo das Rückgrat der Welt die Küste erreicht, ist das Ufer eine beeindruckend hohe Felswand, die wenige Plätze für Schiffe zum Ankern bietet. Die Kranichsiedlungen entlang dieser Küste sind die einzigen sicheren Häfen in diesem Teil des Kaiserreiches. Die Südküste ist flacher, mit vielen Stränden und Küstenmarschen. Die Gebirge. Die Rokugani verehren Berge als alte Orte, in denen Geister leben. In vorkaiserlicher Zeit wagten sich nur wenige in die Berge, aus Angst, einem böswilligen Geist zu begegnen. Nur die heiligsten und spirituell erleuchtetsten Männer und Frauen waren bereit, in die Berge zu gehen, um Schreine und Klöster an abgelegenen Orten zu erreichen, wo sie ihren Göttern in Frieden Tribut zollen konnten. Weit weg von den neugierigen Blicken. Als das Kaiserreich jedoch entstand und wuchs, förderte das Bevölkerungswachstum und ein steigender Bedarf an Ressourcen, wie zum Beispiel Metall und Stein, die Ansiedlung an den Ausläufern und in der Nähe der großen Gipfel. Heutzutage stehen viele befestigte Schlösser und Burgen in den hoch aufragenden Bergen, bewachen strategisch gelegene Pässe und schützen die Menschen, die in den nahegelegenen Minen arbeiten. Trotzdem bleiben sogar im 12. Jahrhundert die meisten der großen Bergketten unerforscht, unentdeckt und ungezähmt. Berge haben einen besonderen Platz in den Herzen der rokuganischen Menschen. Sie sind nicht nur wunderschön und majestätisch groß, perfekte Beispiele der Herrlichkeit der Natur, welche von der rokuganischen Kunst verehrt werden, sondern beinhalten auch unergründliche Geheimnisse und ungewöhnliche Gefahren, einschließlich seltsamer Tiere, die es kaum anderswo gibt. Die drei großen Gebirgsketten des Reiches bilden ein großes natürliches Hindernis, das nicht leicht zu überwinden ist. Die Saikitsu-Weite oder das Rückgrat der Welt spalten das Kaiserreich in zwei.
Es schneidet durch Rokugan in einem gezackten Muster, absteigend von den isolierenden nordwestlichen Ländern des Einhornclans zu den südöstlichen Küstengebieten der Kraniche. Das Yuguriyama oder das Zwielichtgebirge durchschneidet das Krabbenland und hilft, die südwestliche Grenze des Kaiserreiches gegen die Schattenlande zu schützen. Verstärkt durch die Unterkette, die als Mauer über dem Ozean bekannt ist. Der dritte große Gebirgsbereich, der Kyodai, Ano, Kabe, Sanokita oder die große Mauer des Nordens, trennt das Reich von der offenen Steppe und den öden Wüsten der brennenden Sande und hilft Invasionen von Gaijin-Stammesangehörigen im Norden zu verhindern. Zusammen haben diese drei Bergketten eine große Rolle in der Geschichte von Rokugan gespielt und haben zweifellos geholfen, die Kultur, den Charakter und das Wertesystem seiner Bewohner zu schmieden. So, soweit zum ersten Teil von Kapitel 1. Auf jeden Fall bis hierhin danke fürs Zuhören. Wenn du Spaß gehabt hast, lass uns einen Daumen nach oben da. Wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Schreib uns einen Kommentar drunter, wie du unsere Interpretation findest. Und wenn du Ideen und Anregungen hast, gerne auch. Ansonsten, wie gesagt, danke fürs Zuhören und ciao, bis zum nächsten Mal.